Die Standardisierung ist ein wichtiges Konzept, das man am besten mal im konkreten Beispiel versteht. Ich nehme mal die Zusammenhanganalyse und betrachte im ersten Schritt den Korrelationskoeffizienten, der die standardisierte Kovarianz darstellt. Warum braucht man die Standardisierung? Gucken wir uns an die beiden Variablen Stundenlohn und Bildung und wie die zusammenhängen. Die Kovarianz sagt uns was zur Art des Zusammenhangs. Hier ist der Zusammenhang offensichtlich positiv. Der Punkt ist jetzt, dass diese Zahl 4,15 keine Aussage hat, sondern die hängt komplett ab von der Metrik. Beispiel: Wenn man jetzt diesen Stundenlohn nicht in Dollar messen würde, sondern in Euro, käme eine andere Kovarianz raus. Wenn man den Stundenlohn hochrechnen würde auf Jahreslohn in Dollar, käme eine andere Kovarianz raus. Wenn man die Bildungsjahre nicht in Jahren, sondern beispielsweise in Kategorien messen würde, käme andere Kovarianz raus. Oder wenn man die nicht in Jahren misst, sondern in Monaten, käme auch eine andere Kovarianz raus. Das heißt, diese Zahl sagt nichts, sondern ist komplett abhängig von der Maßeinheit. Und deshalb ist die Kovarianz nicht geeignet, was zur Stärke des Zusammenhangs zu sagen. Dafür haben wir den Korrelationskoeffizient. Der sagt uns was zur Stärke des Zusammenhangs. Der Korrelationskoeffizient in diesem Beispiel ist 0,4. Der Korrelationskoeffizient ist standardisiert zwischen minus 1 und plus 1. Hier haben wir also einen positiven Wert, der aber relativ weit weg ist von der 1. Das heißt, gilt als schwacher positiver Zusammenhang. Werte über 0,5 würden als starker positiver Zusammenhang gewertet werden und negative Werte dann entsprechend als negative, schwach und stark negative Zusammenhänge. Die Details sind jetzt hier weniger interessant. Dazu gibt es auch ein extra Video. Der Punkt ist, die Stärke des Zusammenhangs wird gemessen durch den Korrelationskoeffizient und der Korrelationskoeffizient ist eine standardisierte Größe. Und wie wird die jetzt genau berechnet? Das ist jetzt der Mehrwert dieses Videos. Hier sollen wir uns das mal genauer angucken. Hier wird also die Kovarianz geteilt durch das Produkt der Standardabweichungen der beiden Variablen. In dem Fall ist es Education und Wage. Also die Standardisierung findet statt durch das Produkt der Standardabweichungen. Das hat jetzt den großen Vorteil, dass ich eine dimensionslose Größe habe, also ohne irgendeine Maßeinheit, einfach eine Zahl, mit der ich Zusammenhänge vergleichen kann, ob sie eben stark, positiv, schwach, positiv, stark, negativ, schwach, negativ sind, und zwar losgelöst von der Maßeinheit. Ein zweites standardisiertes Maß ist der Z-Wert. Der Z-Wert misst die Abweichung vom Mittelwert. Dazu gibt es ein eigenes Video. Also schreiben wir es uns nochmal auf. Die Abweichung vom Mittelwert, also vom Mean, vom arithmetischen Mittel, geteilt durch die Standardabweichung. Also Z-Wert ist ein standardisiertes Maß, um Abweichungen vom Mittelwert in verschiedenen Verteilungen miteinander vergleichen zu können. Wenn wir uns also jetzt beispielsweise hier den Intelligenzquotienten angucken, dann sehen wir hier Z-Wert von 0, wenn der Wert des IQs identisch ist mit dem Mean, geteilt durch die Standardabweichung, gibt dann 0 als Z-Wert. Z ist also wieder eine Größe, die keine Dimension hat, keine Maßeinheit und Ergebnisse vergleichbar macht zwischen verschiedenen Verteilungen. Und
hier beispielsweise ein z-Wert von 1, z-Wert von 1 bei 115 IQ standardisiert, heißt, dass der IQ einer Person, der bei 115 liegt, eine Standardabweichung über dem Durchschnitts-IQ liegt. Ja, und hier haben wir mal ein bekanntes Forschungspapier von Nobelpreisträgern, von Banerjee und Duflot und natürlich vielen anderen Autoren. Da geht es um den kausalen Effekt von Programmen, in diesem Fall sogenanntes Big Push Programm, das sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzt. Das brauchen wir jetzt hier nicht im Detail uns angucken, aber dazu habe ich auch noch ein extra Video zu diesem Papier, aber der Big Push ist im Wesentlichen, dass ein Vermögensgegenstand gezahlt wird, Training angeboten wird, Coaching angeboten wird, so eine Art Grundeinkommen bezahlt wird und ein Zugang zu einem Sparkonto und zu Gesundheitsinformationen und Dienstleistungen gewährt wird. Also Big Push sind diese fünf Maßnahmen und die haben einen positiven kausalen Effekt auf ganz viele Ergebnisvariablen und die werden jetzt gemessen als Abweichungen von Kontrollgruppen Mittelwert standardisiert. Und was man eben hier schön sieht ist, hier der Z-Wert gleich 0 und wenn ich jetzt nach rechts gehe, habe ich also Abweichungen vom Mittelwert, hier zum Beispiel 0,4, wenn der Z-Wert 0,4 ist, liegt also der kausale Effekt beispielsweise hier auf die Ergebnisvariable Einkommen bei 0,4 Standardabweichungen über dem Durchschnitt der Kontrollgruppe. Und das ist ein ziemlich heftiger Effekt, aber eben standardisiert. Warum ist es notwendig? Naja, ich fasse hier Ergebnisse zusammen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Das sind Ergebnisse von Feldexperimenten sechs verschiedenen Ländern, wo die jeweiligen Mittelwerte und Standardabweichungen bei den Ergebnisvariablen ganz unterschiedlich sind. Und um diese Ergebnisse zwischen diesen Ländern vergleichen zu können, muss ich standardisieren, also sprich die Ergebnisse unabhängig machen von dem jeweiligen Mittelwert und der Standardabweichung bei den entsprechenden Ergebnisvariablen. Das ist die Idee. Standardisierung ist also ein ganz wichtiges Konzept, ist aber nicht so ganz einfach zu verstehen. Deshalb dachte ich, sei ein Video ganz hilfreich.